Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich einen kleinen Haul für euch und zwar ist das gemixt von Teddy, Action und Kick. Ein paar Schnäppchen sind dabei und ich wollte euch das gerne jetzt mal zeigen. So, ich war im Kick und da habe ich ein paar Schnäppchen geschlagen. Viel ist es nicht. Und hier steht oben unten. Und zwar habe ich im Kick hier diese Blumenäste gefunden für 29 Cent. 10 Cent Knöpfchen wird es nicht mehr geben beim Kick. Ja, 29 Cent. Davon habe ich mir 10 Stück mitgenommen. Und zwar in diesen drei Farbvarianten. Einmal so ein bisschen pink, pastellrosa und gelb. Und hier ist der ganze Schwung. Das ist ein schöner Strauß. Ich werde 5 behalten und 5 kriegt meine Omi. Einfach, weil sie diese Blumen mag. Oder besser gesagt, künstliche Pflanzen ganz gerne hat. So, dann habe ich mir noch zweimal, da war ganz, ganz viel noch, hier so Handgel, Handdesinfektionsgel halt mitgenommen. Ich gesagt, ja, braucht man immer. Die sind schön für die Handtasche. Nehme ich mit. Dann zum regulären Preis von jeweils 1 Euro diese Perlen, diese Herzperlen, davon habe ich schon welche. Und ich mag die halt einfach ganz gern. Ich mache die fast überall neben Schlüsselanhänger von mir, kann man so sagen. Ist so ein Herzchen dran, zumindest in den letzten paar Wochen. Die Engelchen und was ich da noch gemacht hatte. Dann habe ich mir diesen Hirsch, Rentier, sowas halt für 1,99 mitgenommen. Ich fand den ganz hübsch. Und einmal diesen stehenden. Auch zu 1,99. Der funkelt so schön in der Kamera. Aber wahrscheinlich, weil das Blitzlicht an ist. Weil die Lichtverhältnisse sind nicht so schön. So, dann habe ich mitgenommen diese Ohrringe für 50 Cent. Mal gucken, was ich damit mache. Aber wahrscheinlich gebe ich die weiter. Eins werde ich behalten, eins werde ich weitergeben. Also zweimal habe ich mitgenommen. Fand es so, ja, ganz nett, aber ich bin halt nicht so der Goldschmuckträger. Ich mag lieber Silber. Dann so ein Holzengelchen zum Anhängen für 79 Cent. Davon habe ich dann auch noch so ein Rentier, würde ich sagen. Auch für 79 Cent. Hätte ich mir selber machen können mit der Dekopiersäge, aber ich müsste mir erstmal noch wieder Sperrholz besorgen. Ja, kommen momentan nicht im Baumarkt und von daher habe ich mir die jetzt einfach gekauft. Dann habe ich hier ist es ausgeschrieben für, als Konfetti. Ich möchte es so haben für entweder Schüttelelemente oder Rissen gießen. Wenn ich das im Frühjahr mal wieder mache, habe ich mir jetzt was vorgenommen. Dann hier in so einem, also in, einmal in weiß irisierend, dann in so violett, lila, flieder, ja, auch irisierend. Und einmal in pink. Jeweils 1 Euro. Ich will damit auch mal versuchen, so einen Hintergrund eventuell zu gestalten, zu bekleben. Mal gucken, ob es funktioniert. Wenn es funktioniert, werde ich euch das natürlich zeigen. So, bitte erstmal beiseite. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt über zu Teddy. Da habe ich Schnäppchen gefunden und zwar solche. Schwimmringe, die sind 1,07 Meter im Durchmesser, also schon ein bisschen was größer. Die sollten ursprünglich 5 Euro kosten und waren dann noch 55 Cent. Davon, wie gesagt, 3 Stück, das sind alles dieselben. Jo, die duften mit, die fand ich ganz toll. Wir haben einen Pool und da bietet sich das an. Meine Freundin hat einen Pool und 2 Kinder, also die bleiben nicht bei mir. Einer, ja. Hier werde ich weggeben. Ah, ich habe hier noch was vergessen aus dem Kick. Nee, das ist Action schon, ne? Das ist schon Action. Sorry, Leute. Dann kommt der gleich nochmal. Dann habe ich gefunden in der Kramkiste diesen Stickerbogen für 55 Cent. Habe ich den mitgenommen. Fand ich ganz niedlich. Wird wohl meine Nichte kriegen oder irgendjemand anderes. Oder ich nehme ein paar davon raus. Ich weiß noch nicht. Dann nochmal diese Schablonen. Hier seht ihr sie. Also Meerjungfrau, Fee und Einhorn für 10 Cent. Lässt man nicht liegen. Habe ich jetzt schon dreimal. Einmal ist meine.
Die wollte ich immer mal benutzen. Bis jetzt habe ich es noch nicht getan. Und dann hier so eine Filzroboterchen. Ja, wenn man mal wieder eine Tauschpost hat und weiß, da ist ein kleiner Junge. Das geht auch für Mädchen, aber spezifisch denke ich mal, die Techniker sind eher die Jungs. Für 10 Cent habe ich das mitgenommen und das fand ich auch ganz interessant. Und zwar reflektierend. Ja, für 55 Cent so eine Speichensternchen. Ich denke mal eher, nee, weiß ich nicht, ob die reflektierend sind. Ah, doch, so ein bisschen, man sieht's. Ja, die habe ich dann auch noch mitgenommen, fand ich ganz niedlich. Entweder werden sie verbastelt oder sie kommen ans Fahrrad. Mal sehen. So, dann geht's weiter mit Action. Durfte dieser kleine Kerl mit. Ich mag ja so Wichtel, ne? Ich liebe sie. Ja, der durfte jedenfalls mit. Und dann habe ich dort gefunden, und zwar nicht in der Bastelabteilung, sondern da, wo es auch so die Kunstblumen und so gibt, so Bänder, habe ich mir jeweils 2 in weiß und 2 in rosa und 1 in grün mitgenommen. Die waren um die 79 Cent. Der Zettel, nee, das war der TV-Zettel. Hatte ich nicht auch noch einen Action-Zettel? Eigentlich nö. Mal wieder nicht. Achso, hier ist noch ein Band. Ein Rot. Also grün und rot ist für die Weihnachtsbastelei und das ist für die Lesezeichen. Wenn ich demnächst nochmal welche mache. Das Video habt ihr noch gar nicht gesehen. Das kommt dann Anfang Dezember raus, weil ja, das erst dann soweit ist. Nicht, dass die anderen gespoilert werden, die von mir so ein Lesezeichen bekommen. So, dann hier diese Kerze. Ich habe gehört, die sollen gut sein. Ich hatte mal vom Partylight, ich war ja mal Beraterin vor 6-7 Jahren, keine Ahnung, für 3 Monate, da habe ich es wieder geschmissen. Da gab es so Knisterkerzen damals bei Partylight. Ich bin auch danach noch auf Partys gegangen und davor auch schon. Und die sollen wohl auch knistern und die wollte ich ganz gerne mal ausprobieren. Da weiß ich den Preis noch, 3,99 kosten die. Und die riechen ja so ein bisschen nach winterlichen Früchten. Also ich rieche jetzt nicht direkt Zimt raus, aber es riecht ein bisschen fruchtig. Mal sehen, ob ich es überhaupt vertrage, weil mit Duftkerzen ist das bei mir so eine Sache, zumindest von Airwick und Brise und wie die Konsorten heißen, die vertrage ich gar nicht, kriege ich Kopfschmerzen. Und Vanille geht auch nicht so wirklich, aber ja, das werde ich jedenfalls definitiv ausprobieren und dann jede Menge. Wir hatten mal Kartenrohlinge. Da habe ich mir jetzt erstmal welche mitgenommen und mich damit angedeckt und jetzt reicht's. Also 2-mal die blaue Variante. Die kosten unter 60 Cent, ich glaube 59 Cent oder so kosten die. Dann 1-mal die gelb-orange-blaue Variante mit dunkelgrün, genau, ist auch noch drin. Hier sind die Farben. Dann in rosa, pink und rot die Umschläge. Und damit habe ich auch was vor, so Karten. Karten, naja klar, es sind ja Karten. Oh Mann. Schönes Video wieder. Ein Durcheinander. Dann diese Form, auch nochmal in rot, einmal in blau und auch nochmal gelb, orange, blau, grün. Genau. Dieser ganze Stapel und das reicht jetzt dann auch erstmal. Jetzt habe ich genug Kartenrohlinge und ja, mal sehen, wie lange es dauern wird, diese zu verbasteln. Was ist das denn mit diesem Dreck? So. Und nochmal dieser Block. 2-mal durfte der nochmal mit. Ich habe ihn euch schon mal gezeigt in einem anderen Video, aber ich blätter ihn gerne nochmal mit euch durch. Weil er ist so silberirisierend foliert und der gefällt mir am besten von diesen folierten Blöcken. Ist DIN A4. Und jo, ich finde den einfach schön für Kartenhintergründe. In einem Craft-Update habe ich euch schon gezeigt, da habe ich ein Blatt schon verwurstelt damit. Und ich finde es einfach nur ein Traum. Ich finde halt eins unterschlagen. Ja, da lagen diesmal auch ein paar mehr und von daher
Ich konnte nicht anders, ich muss ihn noch mitnehmen. Also die Motive wiederholen sich, nur die Hintergrundfarbe ist dann halt anders. Wenn das jetzt zu schnell ist für diejenigen, die den Block noch nicht gesehen haben, die müssen dann halt mal Pause machen und sich das genauer angucken. Aber ja. Wie gesagt, es ist immer dasselbe, nur dass sich die Hintergrundfarbe ändert. Jetzt weiß. Das finde ich total faszinierend. Bei Weiß fehlt nämlich dieser andere Druck. Ja, diese anderen Blüten und so. Das sind dann bloß die folierten Sachen zu sehen. Und die finde ich richtig schön für Hintergründe. Die sind schon bei einem Block komplett alle. Und jetzt kann ich den anderen Block auch verbasteln, weil ich habe ja Nachschub. Und das ist hier der absolute Traum. Von mir ist halt der ganze Block einfach nur so sein, brauchen, können, wie auch immer. Ja, genau. Das war es dann jetzt auch schon wieder mit meinem kleinen Haul. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ein kostenloses Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Damit zeigt ihr mir, dass ihr mehr davon sehen wollt, dass euch dieses Format gefällt. Und über liebe, nette Kommentare, wenn sie mir denn angezeigt werden von YouTube, freue ich mich immer und ich beantworte auch diese dann. Also, bis dahin, bleibt alles schön gesund und tschüss!